found somebody. I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Cheers. I take the way home. Avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do. Cause sometimes I drive. Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna. Ich melde mich gerade aus der Prüfungsphase. In einem Monat stehen meine bisher größten Prüfungen an. Mündliche Prüfungen in Anatomie, Physiologie und Biochemie sowie OSCEs. OSCE steht für Objective Structured Clinical Examination und umfasst Prüfungen, in denen eben Untersuchungen und klinische Fertigkeiten geprüft werden anhand von Fällen, die dann mit SchauspielerInnen simuliert werden, und die spielen dann bestimmte Symptome, Krankheiten vor, und wir müssen innerhalb von, ich glaube, 8 Minuten eine komplette Untersuchung aus dem entsprechenden Fachbereich durchführen. Und die Fälle, die mich in diesen Prüfungen in diesem Semester erwarten können, sind aus der Orthopädie, Dermatologie, Kardiologie, Gastroenterologie, Neurologie, HNO, Augenheilkunde, Pneumologie und Nephrologie. Während die praktischen Prüfungen vor allem mit viel Üben verbunden sind, mit FreundInnen, KommilitonInnen, indem wir eben gemeinsam Fälle simulieren und durchgehen, sind die theoretischen oder mündlichen Prüfungen einfach viel auswendig lernen und ja, Stoff der vergangenen Semester wiederholen, die gesamte Anatomie und Physiologie und ein Teil der Biochemie wird geprüft. Und gerade während die Uni noch läuft, versuche ich, dass ich den aktuellen Stoff der Uniwoche immer bis Mitte der Woche fertig bekomme und dann die restlichen Tage einfach mit Themenkomplexen für die Prüfung verbringen kann. Also eben mit eigentlich alten Themen, die ich neu lerne oder halt wiederhole und vertiefe. Gerade ist das einfach mega viel, aber mit der Aussicht, dass ich in ungefähr einem Monat fertig bin und nach diesem Semester in den rein klinischen Teil des Studiums starte. Ich freue mich da voll drauf und bin super gespannt auf das 5. Semester, das dann im Oktober beginnt, nach einer langen Sommerpause. Aber erstmal bin ich noch hier und nehme euch ein bisschen mit in diesem letzten intensiven Monat des 4. Semesters. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Danke fürs Einschalten und viel Spaß beim Video. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben gerade Montag, den 4. Juli und wir haben 7:45 und ich fahre in die Uni. Heute stehen an sich nur Vorlesungen an, aber besonders dadurch, dass ich in der intensiven Lern- und Prüfungsphase bin im Moment, gehe ich nicht in die Vorlesung, sondern lerne einfach für mich alleine, weil ich so einfach mehr an einem Tag schaffe. Ich habe gleich erstmal ein Lerntreffen in 30 Minuten mit einer Freundin. Mit der mache ich das schon seit ein paar Monaten, ein paar Mal die Woche, dass wir gemeinsam vor allem Anatomie, manchmal auch Physiologie-Themen durchgehen. Danach habe ich noch ein Lerntreffen mit meiner Gruppe, mit der ich die praktischen Fälle durchgehe. Und dann gehe ich einfach nur in die Bib. Ich werde heute den Großteil des Tages mit dem Stoff der aktuellen Woche verbringen. Das bedeutet vom Modul Niere, weil ich damit möglichst schnell in der Woche fertig werden möchte und mich dann einfach um alte Themen für die S&PP, für die mündlichen Prüfungen kümmern kann. Daher ja heute Niere. Ich glaube, ich werde heute die ganze Harnerstellung lernen, also in welchen Abschnitten von den Nierentubuli welche Dinge resorbiert und sezerniert werden und so. Mal schauen. Aber ich mache mich erstmal auf, damit ich nicht viel zu spät komme, und nehme euch im Laufe der Woche mit. Im Moment ist wirklich eine Phase, in der Lernen
mein Leben sehr einnimmt. Aber das ist okay, ein Monat noch oder 5 Wochen und ich nehme euch gerne mit. Danke fürs Einschalten und let's go! Wir haben gerade Montagabend, ich habe mir gerade einen Tee gemacht, einen Pfefferminztee und dachte, ich quatsch noch ein bisschen mit euch. Genau, ich bin gerade eben aus der Uni gekommen, wir haben gerade schon nach 8 Uhr und ich dachte, ich gebe erstmal ein kleines Update und wollte über ein paar verschiedene Themen quatschen. Ja, heute hätte ich an sich einfach Vorlesungen gehabt, aber gerade in der Prüfungsphase gehe ich nicht in die Vorlesung, sondern lerne den Stoff einfach für mich. Alle anderen Veranstaltungen, also Seminare, Praktika, U-Kurse, POL sind verpflichtend. Wir müssen überall da sein und hingehen, aber die Vorlesungen sind eben in dem Sinne freiwillig. Man muss natürlich den Stoff lernen und können, aber ob man in die Vorlesung geht oder den Stoff einfach für sich alleine lernt, ist im Endeffekt egal. Und ich hatte heute Morgen erstmal ein Lerntreffen mit einer Freundin. Wir haben heute ein bisschen Physiologie-Themen wiederholt, so Neuro im Hinblick auf Motorik. Da haben wir die Basalganglienschleife und ein paar Sachen über das Kleinhirn wiederholt und besprochen. Und ich habe das Gefühl, Neuroanatomie und Physiologie ist einfach so, so komplex und muss man einfach immer und immer wieder wiederholen, damit man das wirklich kann. Oder also auf jeden Fall geht es mir so. Deswegen war das auf jeden Fall nochmal hilfreich und ja, eine gute Session. Danach war ich den ganzen Tag in der Bib und habe mich heute mit dem Stoff der aktuellen Woche beschäftigt. Ich habe heute die ganzen Prozesse der Harnbildung im Nephron gelernt, also in einer kleinen Untereinheit in der Niere, wo dann bestimmte Elektrolyte resorbiert und wieder sekretiert werden und eben Wasser und Harnstoff und Glukose. Und sonst habe ich mich mit ein paar verschiedenen Medikamenten beschäftigt, eben Diuretika, die einen Einfluss darauf haben, dass wir eben mehr Urin bilden und ausscheiden. Ja, in der Pharmakologie muss man dann eben genau lernen, wie diese Medikamente wirken, an welchen Rezeptoren oder welchen molekularen Wirkmechanismus die haben. Und ich muss sagen, ich bin immer mega überrascht, wie gut mir Pharmakologie gefällt. Ich hätte vor dem Studium, glaube ich, nicht gedacht, dass ich das so spannend finde. Aber immer wieder muss ich feststellen, dass ich das wirklich unglaublich faszinierend finde. A, dass man überhaupt die Hintergründe kennt, die ganzen Rezeptoren und eben molekularen Bestandteile von Organen, Zellen, Geweben. B, dass man Substanzen entwickeln kann, die genau an gewollten Rezeptoren wirken, finde ich irgendwie super faszinierend. Das waren so die Themen des Tages. Wir haben halt bei uns immer diese Module und nicht Fächer und in einem Modul über ein Organ, in dem Fall Niere, behandelt man halt Anatomie, Physiologie, Biochemie, Histologie, Embryologie, Pharmakologie, ein paar klinische Sachen wie eben ein paar Erkrankungen. Und ab dem kommenden Semester, ab dem 5., habe ich dann eben nicht mehr diese Organmodule, die eben mehr die Grundlagenfächer wie Anatomie, Physiologie und Biochemie beinhalten, sondern eben Module, die die klinischen Fächer vor allem beinhalten. Also sagen wir mal, Hämato-Onkologie oder Kardiologie hat man dann eben in einem Modul und da geht man dann die ganzen Erkrankungen durch. Und bevor ich noch über ein anderes Thema quatsche, wollte ich euch ein Unternehmen vorstellen. Ich kooperiere wirklich mit sehr wenigen Unternehmen. Obwohl mein YouTube-Kanal verhältnismäßig klein ist, bekomme ich
sehr, sehr viele Anfragen von Unternehmen und lehne 99,9% dieser Anfragen ab, weil die Werte des Unternehmens einfach nicht mit meinen einhergehen oder nicht dem entsprechen, was mir wichtig ist oder was ich auf meinem Kanal vermitteln möchte. Und daher sind die Unternehmen, mit denen ich eben kollaboriere, sehr ausgewählt. Und heute freue ich mich enorm, dass ich wieder mit Armed Angels kooperiere. Mit denen hatte ich schon mal eine Kampagne. Armed Angels ist ein Unternehmen für faire, nachhaltige Mode. Und die haben gerade eine Activewear, also Sportkleidungskampagne, und haben mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und ich habe mich voll gefreut, weil ich ein großer Fan von schöner Sportkleidung bin. Es aber enorm schwierig ist, dass man irgendwie ja nachhaltige Sportkleidung findet. Ich habe mir im Rahmen der Kampagne ein Sport-BH in so einem Lila ausgesucht, eine passende Hose ebenfalls in diesem Lila und ein grünes Oberteil, so ein Top ohne Ärmel mit noch so einem Ausschnitt hier an der Seite. Und genau, die Kleidung aus dieser Kampagne, es gibt natürlich viele verschiedene Modelle, Farben und Produkte und ich verlinke den Shop unten, dann könnt ihr gerne vorbeigucken, wenn ihr wollt. Die Kleidung ist zu 93% aus recycelten Materialien hergestellt, nämlich aus Polyamid, recyceltem Polyamid, nämlich aus Stoffen, die schon mal verwendet wurden. Das bedeutet, es müssen keine neuen Fasern verwendet werden. Polyamid, der Stoff ist eben auch voll atmungsaktiv und schnell trocknend, was natürlich auch bei Sportkleidung sehr, sehr gut ist. Und diese Sportkleidung ist eben so die nachhaltigste Möglichkeit, die man finden kann auf dem Markt. Ich habe wieder einen Code, aber dieses Mal ein wenig anders. Ihr bekommt nämlich ein Handtuch geschenkt, wenn ihr den Code verwendet. Ich habe hier auch so ein cooles Handtuch bekommen. Die haben nämlich in dieser Kampagne ganz viele große Sport- oder Badehandtücher in verschiedenen Farben. Der Code ist bis zum 17. Juli gültig. Und wenn ihr Bock habt auf neue Sportkleidung, fair und nachhaltig, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Verwendet gern den Code. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Ich gehe duschen und dann bald ins Bettchen. Bis morgen. Hoffe, es geht euch gut und tschüss. Bis zum Mittwoch der Woche habe ich dann primär an aktuellem Stoff der Woche gearbeitet, während ich dann am Donnerstag bis Sonntag alte Anatomie- und Physio-Themen gelernt und wiederholt habe. Manchmal ist das überwältigend, weil man in diesem Studium nie alles perfekt können kann. Und ich finde das total schwierig, weil ich allem gerecht werden will. Und gleichzeitig sind es solche Massen an Stoff, dass man, egal wie viel man lernt, nie alles von allen Themen behält. Es gibt ein paar Dinge, die mir helfen, gerade in solchen Phasen, und ich dachte, ich teile die mal. Das erste wäre Prioritäten festlegen und fest einplanen. Also den Tag auf die wichtigsten Dinge runterbrechen. Was sind die Dinge, die ich auf jeden Fall heute geschafft haben möchte und bei denen ich weiß, wenn ich die geschafft habe, fühle ich mich am Ende des Tages gut und die ganzen kleinen Dinge, die anderen Dinge sind unwichtig, solange ich diese wesentlichen Dinge getan habe. Diese Dinge also definieren und priorisieren. Eine weitere Sache, die ich mittlerweile gerne mache, ist, dass ich mit leichten Dingen anfange am Morgen, mit den leichtesten Aufgaben, damit ich ein Erfolgsgefühl habe, in einen Flow komme und mich bestärkt fühle, dass ich danach mit schwierigeren Aufgaben oder Themen weitermachen kann. Was mir sehr viel Energie gibt, ist, dass ich mir jeden Tag eine Stunde nehme für Sport, für mein Hobby. Und ich denke mir immer, Pausen muss man eh machen, man kann nicht ohne Pausen lernen. Und ich glaube, eine Stunde hat jeder, egal wie viel man lernen muss, egal wie viel man machen muss. Man hat immer 30, 40, 60 Minuten für sein Hobby.
ob das Laufen gehen bedeutet, Klavier spielen, singen, Basketball spielen. Diese Stunde kann man sich immer nehmen und tut einem so, so gut, körperlich und vor allem mental. Eine weitere Sache, die mir sehr gut tut, ist, wenn ich mit Familie und FreundInnen darüber rede, wie ich mich fühle, wenn ich mich gestresst fühle, dass ich das nicht für mich alleine irgendwie mit mir regle, sondern mit meinem Freund darüber rede oder dass man Freunde oder Freundinnen unterstützt, die gerade dieselbe Phase haben, dass man sich hilft, miteinander redet und einfach füreinander da ist. Mir hilft es, wenn ich einen Plan habe, welche Themen ich an welchem Tag mache, aber dieser Plan sollte kurzfristige Hindernisse berücksichtigen. Der Plan soll mir eine Struktur geben, mir sagen, wann ich was mache, damit ich das Gefühl habe, ich komme mit einem durch, ich habe einen Plan, ich habe etwas, woran ich mich orientieren kann. Aber der Plan soll berücksichtigen, dass das Leben manchmal anders läuft, dass Dinge manchmal länger brauchen und dass sich spontan Dinge verändern kann, dass sich der Plan ändern darf, je nachdem, wie verschiedene Tage laufen. Und der letzte Punkt wäre Perspektive haben, dass die Phase, dass intensive Phasen enden und dass man danach wieder andere Dinge tut. Mir hilft es, wenn ich Dinge plane, auf die ich mich voll freue und einfach weiß, dass alle Phasen im Leben immer nur temporär sind. In dem Sinne, viel Erfolg euch für eure Prüfung. Ich schicke euch alles Liebe. Danke fürs Einschalten und ciao. Wir sehen uns nächste Woche.